And Johanna Michaela, mit großer Freude empfängt dich die Gemeinschaft der Glaubenden. Im Namen der Kirche bezeichne ich dich mit dem Zeichen des Kreuzes. Auch deine Eltern und der Pate werden nun dieses Kreuzzeichen tun. Bitte. Wir hören aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit brachte man Kinder zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflegte. Die Jünger aber wiesen die Leute schroff ab. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, das sage ich euch. Wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme, dann legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Eltern, liebe Pate, liebe Freunde und Verwandte, wir haben gerade eben einen Ausschnitt gehört aus dem Evangelium nach Markus, wo eine Szene dargestellt wird, die selten in der Heiligen Schrift vorkommt, wo Kinder ganz besonders im Mittelpunkt gestellt werden. Jesus ruft die Kinder zu sich, weil er sie segnen will, weil er nicht nur den Segen den Kindern geben will, sondern auch sie als Beispiel stellen will. Als Beispiel für uns. Lass die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Das haben sie heute getan, liebe Eltern. Ihre Tochter haben sie zu Jesus gebracht, dass er sie segnet. Liebe Johanna, ich wünsche dir, dass du die Menschen um dich hast, die dich begleiten, dich lieben und dir zeigen, dass Gott uns alle liebt. Und der beste Ausdruck dieser Liebe Gottes ist die Taufe. Um diese Taufe wollen wir Gott bitten. Jetzt, indem wir gleich zum Taufbecken gehen und gemeinsam beten, gemeinsam die Taufe erbitten. In dieser großen Gemeinschaft der Heiligen bitten wir unseren Herrn Jesus Christus, er möge in Liebe auf dieses Kind schauen, auf die Eltern, auf den Paten
und auf uns alle. Herr Jesus Christus, du hast Kindern die Hände aufgelegt und sie gesegnet. Schütze dieses Kind und halte von ihm fern, was schädlich und unmenschlich ist. Bewahre es vor Satans Macht, damit es dir in Treue folgt. Lass es in seiner Familie geborgen sein und gib ihm Sicherheit und Schutz auf den Wegen seines Lebens, der du lebst und herrschest in Ewigkeit. Amen. Er stärke und schütze dich die Kraft Christi des Erlösers, der lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Liebe Eltern, liebe Pate, Gott liebt ihr Kind und schenkt ihm durch den Heiligen Geist im Wasser der Taufe das neue Leben, damit dieses göttliche Leben vor der Sünde bewahrt bleibt und beständig wachsen kann. Sollen sie ihr Kind im Glauben erziehen, wenn sie, Kraft ihres Glaubens und im Gedenken an ihre eigene Taufe bereit sind, diese Aufgabe zu erfüllen, so sagen sie nun dem Bösen ab und bekennen sie ihren Glauben an Jesus Christus, den Glauben der Kirche, in dem ihr Kind getauft wird. So frage ich sie, widersagt ihr dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes leben zu können? Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Ich glaube. Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat, gestorben ist und begraben wurde, von den Toten auferstand und zu Rechten des Vaters sitzt? Ich glaube. Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? Ich glaube. Liebe Eltern, nachdem wir jetzt gemeinsam den Glauben der Kirche bekannt haben, frage ich Sie, wollen Sie, dass Ihr Kind nun in diesem Glauben die Taufe empfängt? Ja. So, jetzt wird es ernst. Jetzt müssen Sie die Haube runtergeben, bitte. Halten Sie das Kind mit dem Kopf. Johanna Michaela, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mächtiger Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus hat dich von der Schuld Adams befreit und dir aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Aufgenommen in das Volk Gottes wirst du nun mit dem Heiligen Chrisam gesalbt, damit du für immer ein Glied Christi bleibst, der Priester, König und Prophet ist in Ewigkeit. Johanna Michaela, in der Taufe bist du eine neue Schöpfung geworden und hast, wie die Schrift sagt, Christus angezogen. Das weiße Gewand, das du trägst, sei dir ein Zeichen für diese Würde, bewahre sie für das ewige Leben. Empfange das Licht Christi. Liebe Eltern, liebe Pate, Ihnen wird dieses Licht anvertraut. Christus, das Licht der Welt, hat ihr Kind erleuchtet. Er soll als Kind des Lichtes leben, sich im Glauben bewähren und dem Herrn und allen Heiligen entgegengehen, wenn er kommt in Herrlichkeit. Der Herr lasse dich heranwachsen und wir mit dem Ruf Ephata, dem Taubstummen die Ohren und den Mund geöffnet hat. Öffnet ihr auch Ohren und Mund, dass du sein Wort vernimmst und den Glauben bekennst, zum Heil der Menschen und zum Lobe Gottes. Amen.
verstanden. Sehr schön. Ich wünsche Ihnen eine schöne Feier heute noch mit der Familie und uns allen Gottes Schutz und Segen. Der Herr sei mit euch. Er segne und beschütze euch, der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.